Mir fehlt's an Gemeinschaft. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ich weiß. Dich nehme ich und kipp ich. So, jetzt haben wir auch wieder Gemeinschaft. Wie viel brauche ich? 36.832. Ja, komm dann ran. Ja, meine Transferrouten sind halt echt teuer. So. Jetzt muss der Fischinput sinken. Ja, da sind wir bei minus 1. Wir wollen Gerechtigkeit. Das passiert allen, die sich in den Weg stellen. In Kap Amber. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Gut, dann machen wir jetzt noch zum Abschluss des Tages. Ein Zustelle beordert. Zonenkrieg. Flotte erreicht Position. Alle zum Einsatz. Ziel bestätigt. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. So. Wir werden beschossen. Langsam uns Geld flöten dann auch. Super. Reparaturdrohnen gestartet. Waffensysteme bereit. Meine Fresse, die dürften noch langsam keine Terroristen mehr haben, mit denen sie mich nerven können. Bereit für Einsatz. Also ich mache keine Gefangenen. Bereit für Einsatz. Wenn die mich angreifen, dann werden die abgeschossen und ersaufen hier. Alle zum Einsatz. Reparaturdrohnen gestartet. Volle Kraft voraus. Sind unterwegs. Feuer frei. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sondergabel bewilligt. Lol, ich habe einfach mal 500.000 Bonusgeld bekommen. Man muss eigentlich pleite laufen. Verstanden. Dann kriegt man nochmal einen Haufen unterwegs. Asche. Das Schiff war unwichtig. Für die Crew musst du bezahlen. Kampfstationen. Sie greifen an. Volle Kraft voraus. Bereit für Einsatz. So. Ihr seht ja, jetzt habe ich 500.000, mit denen ich machen kann, was ich will. Dann muss ich das Darlehen zurückzahlen. Schuldenrückzahlung, 10% von der Bilanz. Okay. Muss ich zurückzahlen. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Aber ich meine, es lohnt sich im Endeffekt trotzdem. Und jetzt kann ich auf meiner Mondbasis alles ausbauen. So. Jetzt kann ich hier meine Mine bauen. Nochmal ein Logistikunternehmen hier hinstellen.
menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit geeignet. Zum Glück hat ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken für ihre Astronauten zu verringern. Neues Gebäude. Neue Gebäudearten verfügbar. So, ich gehe jetzt erstmal voll auf Solarenergie. Hoppla. So, Mond. Minus 11. Kann man mal machen. Ah, halt. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Limit erreicht. Uff. Ich glaube, ich habe meinen letzten Energiebauplatz hier schon zugeknallt. Ja. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Mein Geld geht mir langsam flöten. Warnung, Energiemangel. Komm schon, jetzt steigt bitte wieder. Ja, gut. Ich muss da mal gucken, ob da auf dem Mond, ob ich da Diamanten abbauen kann, weil die brauche ich halt wirklich ganz dringend für die Quantencomputer. Bauoption. Ja, Bauoption. Auf dem Mond lebt man wie in einem Aquarium. Ein kleines Leck und die Zustände werden gefährlich. Holy shit. Aber sie sind für alles gewappnet. Melde mich zum Dienst. Musst jetzt eigentlich alle ausbauen? Bauoptionen erweitert. Weil mir gerade ziemlich fettes Geld flöten geht. Da oben fehlt jetzt Gemüse. Monderträge. Ich kann mir gelegentlich etwas leisten. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So einen wichtigen Gast hat... Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Okay, jetzt brauche ich wieder Biokost. Luxusnahrung. Habe ich noch genug?
Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Vitamindrinks gehen jetzt runter. Es gibt neue Erkenntnisse. Fahren wir mit unserem Projekt fort. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Gut, dann gehen wir mal wieder auf Vitamindrinks. Und Luxuskost. Wo war die? Nicht da, nicht da, da. Bei mir Biokost. Die Firmenaktien steigen. Das verschiebe ich mal hier rüber. Oder nee, gar nicht. Das verschiebe ich hier runter. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das verschiebe ich hier rüber. Okay. Energie. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich weiß. So, damit ist das alles geregelt und eingerenkt. Uff. Ach, und die wollte mir doch den neuen Auftrag andrehen. Nee. Wohin sollte ich? Da. Können Sie mir einen Statusbericht zu dem Projekt geben? Hä? Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 30 Androiden aus Ihrem Raumhafen. Alles klar. Ich hänge jetzt doch noch mal ein bisschen was dran, weil ich wurde jetzt vorhin unterbrochen. Ach ja, Androiden habe ich noch nicht. Na gut, dann hänge ich doch nichts dran. Weil ich nichts dran hängen kann. So, zack. Das wird schon wieder zu Mangel führen. Das wird, ja. Der erste Mangel tritt gerade auf. Gemeinschaft. Beziehungsweise Information. Oh, da ist auch gleich der nächste Mangel. Biopolymere gehen gerade den Bach runter. Da muss man ein bisschen Tempo machen. Und sobald ich das hier hinstelle, das Infozentrum, wird wahrscheinlich das nächste kaputt gehen. Nee, doch nicht. Krass, wie laut der Wasserfall ist. Kann ich Ihnen etwas holen? Tee, Kaffee? Shuttle kommt planmäßig an. Juhu. Dann gucke ich nochmal auf meine Mondbasis, auf meine Raumbasis. So. Und zusätzliche Expertise. Alle Systeme laufen reibungslos. Handelspreise von Landwirtschaftswaren. Beachten Sie, Forschungswaren fehlen. Arbeitskraft. Warnung, unzureichendes Forschungsmaterial.
aber ich baue hier was anderes hin. Das hier ist Physiker. Das ist ein Biotech-Komplex. Die brauchen Physiker. Ah, die brauchen auch Physiker. Was brauchen die? Weitere Forschung nun möglich. Denen ist es zu kalt. Also brauchen die was, was Hitze generiert. Temperatur zu niedrig. Gut, ich wollte Ihnen... Kommen Sie herein, aber... 21 Grad sind denen immer noch zu niedrig. Forschungswaren fehlen. Kühlmodul, Solarzellen, Wechselhaus. Temperatur plus 8 Grad, plus 6 Grad. Plus 10 Grad. Hm. Es ist immer noch zu niedrig. Tut mir leid, ich war in Gedanken. Wir brauchen über 30 Grad. Das Gewächshaus dort ist das Problem. Ah, oder? Möglichkeit für technologischen Fortschritt erkannt. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Möglichkeit für technologischen Fortschritt erkannt. Mache ich das so? Und so? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Okay. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Ein Schwerkraftlabor bräuchte ich noch. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Hier sowas. Schwerkraftgenerator, so. Oh, hallo. Ich bin mitten in einem Test. Gut, und dann kopiere ich noch das Gewächshaus hier und dann ist es bei beidem im optimalen Input. Sehr schön, dann kann ich jetzt nämlich für einen Statusbericht eine weitere Expertise starten. Erhöhte Produktivität in Biotech-Anlagen. Dadurch wird mir hier eine neue Werkstatt generiert. Ein neuer Werkstattbausatz. Hier baue ich eine Expertise. Orbitalschildradius. Sehr schön. Dann kriege ich hier ein neues Orbitalmodul. Das kann dann ein Biomodul werden. Dann habe ich hier Expertise und kann das ausbauen. Dann kriege ich... Genau. Okay. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich es mir denke. Gut. Aber das soll es bis dahin gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.